Eleganz und Sinnlichkeit. Das sind die Motive für die Werbekampagne der 5. Berliner Fashion Week. Topmodel Julia Stegner ist das Gesicht der deutschen Modewoche. Von Starfotograf Peter Lindberg wird sie in Szene gesetzt. Peter, da kommst du rein und der ist freundlich, nett. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der Peter nicht mag. So, das ist erstmal das Allerwichtigste, finde ich, von Anfang an. Und dann ist er einfach ein super Fotograf. Also ich meine, Peter Lindberg, bevor ich angefangen habe zu modeln, war mir ein Begriff und ich kannte seine Bilder. Und es war immer ein Traum für mich, mit ihm zu arbeiten. In den 90er Jahren prägte Lindberg die Modefotografie. Er machte Models wie Christy Turlington, Linda Evangelista oder Tatjana Pate zu Superstars. Spiegel TV begleitete den gebürtigen Deutschen 1997 bei einem Fotoshooting für die damals noch existierende deutsche Marie Claire. Mit dabei das Supermodel Claudia Schiffer. Lindberg mag die Frauen. Er will sie in aller Ursprünglichkeit zeigen, ohne eventuell antrainierte Allüren. Das ist Vertrauen, wenn man die Leute wissen, dass man die nicht ausnutzt. Ne? Oder Nadja hat mir was Schönes gesagt, hat mir gesagt, ja, der Lindberg, da habe ich überhaupt keine Komplexe, weil der will mir nicht meine Seele rauben. Ne? Weil man irgendwann ist für die Leute, mit denen man fotografiert und nicht irgendwie gegen. In der Obhut von Peter Lindberg verlieren dann auch viele Topmodels ihre Scheu vor Nacktaufnahmen. Das ist eine ganz andere Kategorie. Ne? Ich finde, Erotik ist einfach... Wenn man mit jemandem spricht, finde ich erotischer, als wenn man jemanden anguckt, der nackt ist. Ne? Lindberg wuchs in Rheinhausen bei Duisburg auf. Nach der Schule jobbte er als Dekorateur bei Karstadt, lernte in Abendkursen zeichnen, schlug sich in Marokko als Lebenskünstler durch. Mit 27 Jahren fing er an zu fotografieren. Ein Freund von einem Freund war Fotograf und der suchte einen Assistenten in Düsseldorf. Ne? Und da bin ich dann einfach hingegangen und der hat mich dann eingestellt und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, was eine Kamera war, was ein Belichtungsmesser war. 2 Jahre blieb er, dann machte er sich selbstständig. Mit Erfolg. Peter Lindberg ist heute einer der bestbezahlten Fotografen der Branche. Und nach mehr als 30 Jahren im Geschäft denkt der Meister noch lange nicht ans Aufhören.